Transformationsprozesses jedes Jahr eine Theaterproduktion. Im letzten Jahr war das Veits Tanz mit Jens-Uwe Bogatke, der den Malerlehrling von Veit Templin auf die Bühne gebracht hat. In diesem Jahr haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen einen anderen Weg gehen, also kein Einmannstück machen, sondern wir haben eine junge Theatergruppe in Berlin gefunden, die heißen Traumschiff, und ihre Idee ist, Theater vom Wasser aus zu spielen. Wir wollen also in den ganzen ländlichen Regionen, in den Landschaften in Brandenburg unterwegs sein und von einem Floß aus vom Wasser spielen. Na, schmeckt's? Mir schon. Ist jetzt schon den dritten Tag hintereinander diese Hörner. Kind, ich weiß nicht, was an deiner Ernährung gesund und ausgewogen sein soll. Das, Papa, ist Quinoa-Salat. Und der ist darum gesund, weil er den Körper entsäuert und viel Eiweiß enthält. Aha. Und das Haus, das Dorf, die Heimat. Keiner hat gewusst, ob wir das je wieder aufbauen würden. Na Schatzi, zum Glück ist doch alles gut gegangen, hm? Du, das hätte aber nicht gut gehen müssen. 10% haben die gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Deich hält. 10%. Mensch, wenn damals auch schon Biber drin gewesen wären, der wäre da mit Sicherheit weg gewesen. Der wäre doch genauso sicher weg gewesen, wenn die Deiche drüben bei Briesen-Finkenhers und Aurich nicht gebrochen wären. Das Wasser muss halt irgendwo hin. Und genau dafür brauchen wir Überflutungsgebiete und Feuchtwiesen. Die schafft uns der Biber. Uwe, bitte. Sei doch nicht so empfindlich. In Anbetracht der Umstände. Das ist eben ein ganz besonderer Tag für mich. Um Gottes Willen, was ist passiert? Ist mir einfach vors Auto gelaufen. Ich konnte überhaupt nichts mehr tun. Ich bin extra schon nur 50 gefahren, aber da vorne bei der Brücke, da kam was Dunkles aus dem Gebüsch und dann... Wir möchten uns nochmal gerne auch die Gelegenheit jetzt nutzen, dem Museum zu danken für diese tolle Chance, hier so eine Inszenierung auf den Rasen zu bringen. Und auch Ihnen, dass Sie durchgehalten haben und auch wenn es geregnet hat, Premiere nicht ins Wasser gefallen ist. Wir haben da hinten auch noch so ein paar Postkarten. Das Projekt soll noch lange, lange leben. Jetzt am 29. Genau. Juli ist unser Traumschiff fertig gebaut und wir gehen auf Tour. Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht mit dem Projekt, haben wir einen Newsletter, da können Sie sich eintragen. Wenn sich alle eintragen, ist der voll. Wir haben Postkarten, eine Homepage. Wenn Sie wissen wollen, wie es mit dem Traumschiff weitergeht, das hier heute bei die Uraufführung. Und ich möchte auch nochmal die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Beteiligten zu bedanken, bei den großartigen Schauspielern, bei der Autorin, das war das.